Und so, schau mal kurz, wie lange eigentlich der Park geworden ist. Ich habe jetzt den Timer vergessen zu stellen. Das ist sehr, sehr doof. Der Part ist 17 Minuten geworden. Also intuitiv 17 Minuten. Das ist sehr schön. Minecraft streame ich, um mal kurz zum Thema zu gehen. Je nachdem eine Stunde, zwei, manchmal wochentagsüber. Jetzt aktuell schon. Aber eigentlich möchte ich Samstag immer 2 Stunden Minecraft streamen. Also eigentlich den streamen Kollegen ersetzen durch Minecraft. Weil in der Schweiz ist es noch so, dass die Herren Wehrpflicht haben, also ins Militär müssen. Jeder, der in der Schweiz geboren ist, muss ins Militär. Und da ich auch in so einem Alter bin, aber dann müssen meine Kollegen ins Militär. Ich bin aber leider wegen gesundheitlichen Problemen vom Militär befreit. Muss dann zahlen, 3% von meinem versteuerbaren Einkommen, das ist aber was anderes. Daher bin ich am Samstag immer alleine und würde dann eben das Dreivierteljahr, die weg sind, würde ich Samstag immer 2 Stunden oder mehr Minecraft streamen. Das wäre sehr gut, das ist sozusagen Überbrückung. Ich würde mich mir angewöhnen, Samstag über Minecraft zu streamen und Freitagabends meine anderen 2 Projekte. Das wäre schon sehr nice. Das können wir eigentlich so durchführen. Samstag Minecraft, 2 Stunden, vielleicht auch mehr, wir wissen es nicht. So, ab 8 Uhr bis 10 Uhr, Live-Let's Play, wäre schon sehr nice, wirklich sehr schön. Kann ich aber nicht versprechen. Doch, ich sag's aber jetzt. Nicht diesen Samstag und den nächsten Samstag. Doch, nächsten Samstag wird gestreamt. Nächsten Samstag wird gestreamt. Diesen Samstag nicht, da ich Folgen jetzt von Minecraft habe. Da ich diese Woche schon, glaube ich, 4 bis 5 Stunden gestreamt habe. Und jetzt glaube ich, ich habe Folgen bis zum nächsten Monat. Und da Mitte des nächsten Monats. Also ich bin ich bin friedlich mit solchen Parts. Man könnte die Parts auch länger machen, aber ich bin nicht dafür, dass man Parts unendlich lang macht, bis eine halbe Stunde geht noch. Oder nein. Weil man, ich habe natürlich mehr, ich kann mehr als 45 Minuten hochladen, das ist kein Problem. Ich kann mehr als 20 Minuten hochladen, das ist kein Problem. Nee, mehr als 50 Minuten hochladen. Aber ehrlich, ich muss sagen, jetzt bei Gronkh, ich schaue bei Gronkh aktuell das Let's Play von Fallout 4. Und das ist ein Endlos-Projekt. Und da eignet sich auch an, längere Folgen zu machen. Und ich würde es vielleicht auch hier bei Minecraft durchziehen, dass ich nicht 15 Minuten Folge mache, sondern eine halbe Stunde. Aber ich weiß von Erfahrungen her, dass Leute sich nicht gewohnt sind, solche langen Streams zu sehen. Aber ich weiß, oder solche Folgen, ich weiß nicht, wie das bei den Herren hier im Stream ist. Ob das auch so bei ihnen ist. Ob sie auch, Samstag Minecraft passt gut. Nächste Wochenende übernachte ich bei meiner Freundin und da machen wir die Nacht durch. Ja. Oder zumindest ich passt das durchmachen. Ich habe es auch so gelesen. Ich überlese sehr viel. Bei mir ist es so, wenn ich einen Satz lese, dann überfliege ich den Satz eigentlich nur und dichte ich mir die Wörter irgendwie, die länger sind, zusammen. Also bei mir kam ganz, weil du hast durch Carmen geschrieben und ich habe automatisch durchmachen gelesen. Also ich lese den Anfang und interpretiere das eigentlich mir bekannte Wörter. Klingt komisch, ist aber so. Und da habe ich sehr viel oder sehr Mühe, auch bei Tests. Okay, ich habe nur noch insgesamt, glaube ich, so 5 Tests, die ich bestreite in meinem ganzen Leben, wenn ich keine Weiterbildung durchmache. Und somit, ja. Und was Sachen Freundin angeht, ich weiß nicht, wie der Apfelkrieger im Stream
wieder so gesehen in der Branche alterungs- bzw. alterungstechnisch ist. Das muss man ja auch nicht sagen, denn hier ist ein anonymes Internet. Da muss man mir nicht irgendwas sagen. Naja, ist halt so, man ist anonym, man kann sich als 15-Jähriger ausgeben und zockt mich. Hallo, Herr werte Kollege. Wir streamen auch mit dem Titel nur noch 15 Minuten, leider Gottes. Wie du vielleicht am Verlauf des Streams sehen kannst. Samstag streame ich nicht diesen Samstag, sondern nächstes Wochenende. Streame ich ab nächstes Wochenende streame ich jeden Samstag von 20 Uhr bis 23 Uhr plus minus Minecraft. Dann wird's, ich weiß nicht, wollt ihr da draußen eine halbe Stunde folgen oder 15 Minuten, wie eh und je 15 Minuten? Da ich aus Erfahrung weiß, Minecraft kann man nicht wirklich eine halbe Stunde anschauen. Aber ich lasse euch außen vor. Was wollt ihr? Halbe Stunde oder 15 Minuten folgen? Schreibt es entweder in den Chat in Twitch oder beim auf YouTube in die Kommentare. Bei Twitch kann ich gleich drauf eingehen. In den Kommentaren auf YouTube wird es eher nicht so der Fall sein. Aber da werde ich natürlich die Fragen beantworten. Und ich bin sehr drauf verpicht, die Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden. Oh, ich bin im... Also was wollt ihr, eine halbe Stunde oder 15 Minuten folgen? Lasst euch Zeit. Ich bin da sehr offen für andere Zeiten und Folgentitel und Co. Ich möchte gerne Glas haben. Haben wir Glas dabei? Nein, natürlich nicht. Wir müssen kurzer... Aber wir haben Holz dabei. Können wir kurzerhand... Danke sehr. Minecraft ist auf Twitch ist chillig mit dir. Ach so, du... Naja, ist das... Sag mal so, das... Das Internet ist anonym. Es ist so. Und daher kann man sich sehr schwer einschätzen, ob jetzt vom Namen her, ob jetzt die Dame oder der Herr vom Namen her, vom Synonym her, männlich oder weiblich ist. Das bietet eben das Internet, bietet das, dass man das eben kann. Man kann sozusagen, wie auch in RPGs oder MMORPGs, ich spiele sehr gerne Frauen, in Spielen, da es eben viel mehr Auswahlmöglichkeiten gibt an Kleidern oder an Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel auch, ich weiß, ist doof, als Mann zu sagen, oh Mann, die Frau sieht aber echt genial aus. Aber es sieht auch so, ich kenne auch das von Frauen her, dass Frauen in meiner Umgebung, ich habe zwar nicht sehr viel mit Frauen zu tun, denn in meinem Job her ist es so gesehen eher ein Männerberuf. Aber wenn ich mit Frauen zu tun habe und auch mit ihnen manchmal ein Bier trinke oder so, ja, meine Frauen, die ich kenne, trinken sehr oft Bier und sind Bierfanat. Ich bin nicht dagegen, aber es gibt Frauen, die machen das halt, kein Problem. Ich bin offen, ich bin jetzt knapp 21, ich werde am 31. Oktober 21. Und in meinen 5-6 Jahren, die ich jetzt Alkohol zu mir genommen habe, muss ich echt sagen, ich hab so die Schnauze voll vom ewigen Besaufen. Das klingt komisch, aber ich habe vielleicht damit abgeschlossen. So Wein und ein Co. für bestimmte Anlässe oder wenn man zusammen irgendwie kocht oder ja, Kochabende macht oder Wochenende, das geht schon, kein Problem. Aber jetzt besaufen, das ist nicht so mein Ding und ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Keine Ahnung mehr. Und ist auch noch so, Frauen vielleicht auch weniger, stimmt, ich weiß nicht, wie ich auf das Thema gekommen sind. Wenn ich mit Frauen unterwegs bin, irgendwie auf dem Lande, in der Stadt, ich weiß nicht wo, dann, wenn mir an Frauen vorbeigehen, dann sagen die plötzlich, oh geil, wie sieht die aus? Und ich,
Was? Wo? Frauen? Muss ich extra nachgucken. Also die Frauen, wenn ich mit Frauen unterwegs bin, die sagen mir schon selbst, die müssen mich aufmerksam machen auf andere Frauen. Und man als Frau ist man, kann man das eher schon sagen. Wird man nicht gleich, sag mal, so als Mann homosexuell bezeichnet. In den alten, wie soll man sagen, nicht Fassaden oder man schmeißt natürlich alle in die Truhen oder in die Kisten oder Schubladen. Man sagt genau, wenn du als Mann schön findest. Ich sag ja auch, wenn ich irgendwie in einem Modelkatalog klicke ich es nicht durch. Ich habe seit 5 Jahren aktiv keine Kleider gekauft. Und die gehen mir immer noch. Denn ich bin seit der 6. Klasse Unterstufe. Ja, nicht mehr gewachsen. Ich war plötzlich in der 6. Klasse. Was wollte ich auch holen? Ich habe ja Holz dabei. Ich war in der 6. Unterstufe. Bei uns gibt es so einen Kindergarten mit 5. Dann mit 6. Nee. Wie hieß das? Mit 6 gibt es einen Kindergarten und mit 5 irgendwas eine Spielgruppe oder so. Und ab 7 kommst du in die Schule. Unterstufe machst du 6 Klassen oder 6 Stufen. 6 Klassen, genau. Dann kommst du in die Oberstufe, aber beziehungsweise da in der Unterstufe, in der 6. Klasse, stellst du dich raus, ob du dann in die Oberstufe, also die Klassen C, B, A gehst, wobei das D ja schlecht ist und das gar nicht mehr gibt, das wurde abgeschafft. Das eigentlich, wie kann man das in Deutschland vergleichen? Ich weiß gar nicht. Und dann gibt es noch die Kanti, das ist, glaube ich, sozusagen das Gymnasium, kann man mit dem Gymnasium vergleichen in Deutschland. Da gehen, wie gesagt, die Privilegierten, nee, nicht Privilegierten, aber die schlauer sind als alle anderen, gehen dahin. Das gilt, glaube ich, dann für die Oberstufe gibt es dann 4 Jahre, für die Gigimi und Co. gibt es dann 6 Jahre. Und die eben in die normalen Schule gegangen sind, werden dann eben als Beruf tätige und die anderen werden dann eben Hochschulen und anderweitig Beauftragte. Weil es muss ja auch im dualen Lernsystem muss es ja auch Leute geben, die sozusagen für die höheren die einen höheren Berufsstand haben, ja auch die sozusagen die Drecksarbeit machen, denn wenn zum Beispiel du jetzt irgendwo in einer Kanzlei arbeitest, ist auch nicht so ein höherer Beruf, aber du hast oder sag mal, du bist in der Druckbranche. Shootgun, hallo und herzlich willkommen zurück. Oder ich weiß nicht, nee, du warst noch nicht hier, dich kenne ich noch nicht. Wenn du zum Beispiel in der Druckbranche arbeitest und du Drucker herstellen. Wenn du in einer Anwaltskanzlei arbeitest, hallo, dann arbeitest du mit Computern. Und du bist dann gewissermaßen ein Abnehmer von einer niedrigeren Beruf, denn jemand muss ja auch die Drucker Hersteller oder Computer herstellen und wenn es alles nur höher gestellte Arbeiter gibt, die es eigentlich ist vorgeht, also wie lange streamst du noch? Eigentlich im Titel steht ja schon bis 22 Uhr, da ich morgens arbeiten muss. Genau. Und ich bin sozusagen in einer individuellen Projektarbeit, die bewertet wird und ich nur noch 23 Stunden zur Verfügung habe. Und ich bin Konstrukteur und muss natürlich jetzt bei Detaillierungsarbeiten, ich habe als Abschlussarbeit, jetzt produktive Abschlussarbeit, eine Sensor-Testanlage erstellt. Klingt komisch, ist aber so. Da werden die Genauigkeiten von Sensoren getestet. Die Musik ist für mich auf den Ohren sehr laut. Konstrukteur im 4. Lehrjahr. Ich mache gerade meine Abschlussarbeit im Bereich, also als praktische Arbeit, eine Abschlussarbeit. Und ich bin in der Druckindustrie, sondern in der Pre- and Post-Druckindustrie. In der Druckerverarbeitungsindustrie.
Nee, eine Druckerverarbeitungsmaschine. So rum. So, was haben wir hier?